Mahlzeit Leute, Kevin hier am Start. Heute soll es um das Thema gehen, was darf man bei einer Low Carb Diät, also bei einer Diät mit wenig Kohlenhydraten, essen. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich nehme selber ab und mache darüber regelmäßig Videos. Also falls jetzt irgendwelche neuen Leute dazugestoßen sind, nicht wundern, warum hier so ein Blauwal steht. Noch Blauwal. Das ändert sich mit der Zeit. Und ich betone nochmals Low Carb Diät. Es gibt nämlich auch zum Beispiel eine High Carb Diät. Die ist genau das Gegenteil. Dort isst man viel Kohlenhydrate und wenig Fett. Und bei mir ist es halt wenig Kohlenhydrate und etwas mehr Fett. Die Frage haben mir nämlich viele gestellt und ich bin in den bisherigen Videos noch nicht so wirklich darauf eingegangen, was ich denn nun über den Tag so esse. Und wir werden das jetzt so machen. Wir gehen alles durch. Frühstück, Mittag, Abendbrot, Snacks und werde pro Mahlzeit so 2 bis 3 Varianten verraten, weil ich bin nicht der Typ, der ewig in der Küche hockt und rumkocht. Also ich muss gestehen, ich esse oft dasselbe, weil ich einfach weiß, yo, das ist gut und mache mir dann nicht so die Mühe von wegen hier jeden Tag ein neues Gericht zum Mittagessen oder so. Ne, ist nichts für mich. Und ich würde sagen, ich labere gar nicht lange rum, sondern wir kommen direkt zum Frühstück. Beim Frühstück muss ich persönlich sagen, meide ich Müsli. Am allerersten Tag meiner Diät habe ich es probiert mit Müsli, habe Haferflocken geholt, habe Mandeln geholt, habe Himbeeren geholt, die ich ein bisschen reingeschnippelt habe, habe auch eine halbe Banane reingeschnippelt und ich habe mich erschrocken, wie viel Kohlenhydrate das hatte. Seitdem habe ich es einfach nie wieder angerührt. Zum Anfang habe ich es so gemacht, dass ich sehr oft zum Frühstück Eier gegessen habe. Rührei, 3 bis 4 Eier, dazu 3 bis 4 Baconstreifen von Gut und Günstig bei uns. Also sozusagen ein Ami-Frühstück. Das sieht man ja oft bei den Ami-Filmen. Zum Beispiel Breaking Bad, der hat ja auch immer diese Baconstreifen von seiner Frau Skyler zum Frühstück bekommen. Und das kann man essen. Das hat fast 0 Kohlenhydrate. Viel Eiweiß, was gut ist. Und auf den täglichen Fettwert kommt man damit auch ziemlich gut. Ihr müsst jetzt aber bedenken, dass ich meine Portion nenne. Ich nutze ja die App LiveSum zum Abnehmen, wo ich meine Kalorien tracke sozusagen, wo ich alles ausrechnen lassen habe und da wurde mir gesagt, 2000 Kalorien am Tag. Je weniger das Gewicht wird, desto weniger wird auch die Kalorienzahl. Aktuell sind es 2000, das heißt, wenn ihr beispielsweise am Tag nur 1500 essen dürft, dann könnt ihr natürlich nicht meine Portion nehmen, ja? Das ist auch logisch. Also das mit Eiern und Baconstreifen ist halt eine Variante. Zweite Variante wäre Eiweißbrötchen. Richtige Brötchen gehen nicht in einer Low-Carb-Diät, aber Eiweißbrötchen gehen vollkommen klar. Direkt vom Bäcker geholt. Eiweißbrot aus dem Netto soll auch gehen, habe ich gehört, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Eiweißbrötchen hat zum Beispiel ein Brötchen 70 Gramm Gewicht. Davon sind knapp 4 Gramm Kohlenhydrate, also sehr wenig. 2 Brötchen, das sind 4 Hälften. Auf die 4 Hälften macht man Frischkäse als Butterersatz und darauf kann man alles Mögliche packen. Käse, Kasslerscheiben, Schinken, Putenbrust, sogar Salami geht. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr am Ende des Tages eure Kalorienzahl eingehalten habt. Aber Salami geht auch klar, auch wenn da natürlich ein bisschen mehr Fett drin ist. Dazu mache ich dann noch eine halbe Gurke, 2 große Tomaten, das kann man noch nehmen. Um Aufstrich könnt ihr euch ja selber kümmern. Was wichtig ist, was vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp ist, wenn man eine Low-Carb-Diät macht und überlegt, kann ich das jetzt essen oder nicht? Ich sag mal so, in 100 Gramm dürften maximal nur 5 Gramm Kohlenhydrate enthalten sein. Desto weniger, desto besser, ist klar, aber mehr als 5 nicht. Sonst wird es schwierig, die 50 Gramm Kohlenhydrate, so ist es bei mir, das heißt nicht, dass es bei euch auch so ist, wird es schwierig, die dann einzuhalten. So, kriege ich noch eine dritte Frühstücksvariante zusammen. Theoretisch, man könnte auch, wenn vom Vortag, vom Mittagessen was übrig geblieben ist, jetzt beispielsweise Gemüseauflauf, das kann man frühs auch essen. Das ist völlig Wumpe, was man isst. Völlig egal. Machen wir mal weiter mit dem Mittag. Ich habe es eben schon gesagt, Gemüseauflauf. Rezepte findet ihr bei chefkoch.de. Einfach mal in der Suchleiste Low Carb eingeben, findet ihr hunderte Gerichte, die ihr nachkochen könnt. Gemüseauflauf, gehacktes Zucchini-Pfanne, sämtliche Fleischgerichte, alles was Fleisch hat, könnt ihr essen. Ihr könnt jeden Tag grillen, wenn ihr Bock habt. Ist überhaupt nicht schlimm. Man muss zwar ab und zu gucken, wegen der Panade und so, aber in den meisten Fällen ist das auch okay. Also beim Mittagessen hilft euch auf jeden Fall
chefkoch.de weiter. Alles, was unter Low Carb ist, könnt ihr theoretisch essen. Weiter geht's mit dem Abendbrot, bevor wir dann zu den Snacks und Getränken kommen. Abendbrot könnt ihr theoretisch dasselbe essen wie beim Frühstück. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Frühstück diese Eier mit dem Baconstreifen gegessen habt, dann könnt ihr zum Abendbrot Eiweißbrötchen essen. Oder umgekehrt. Oder früh und abends Eiweißbrötchen. Das ist völlig Wurst. Hauptsache, ihr beachtet diese Werte der App. Ich kann halt immer nur auf die App hinweisen, weil ich mich komplett danach richte. Und es sind mittlerweile, wie gesagt, über 20 Kilo runter bei mir. Also es bringt wirklich was, wenn man es beachtet. Ansonsten gibt es noch Sachen wie Bockwürstchen könnt ihr essen. Eiersalat. Eiersalat ist sehr gut, denken viele nicht, aber zum Beispiel auf den Eiersalat, den ich vorhin gegessen habe, da sind bei 100 Gramm, sind da 2 Gramm Kohlenhydrate drin. Also ein kleines Glas Bockwürstchen, dazu ein Eiersalat, das ist zum Beispiel ein Abendbrot bei mir. Sehr kreativ, ich weiß. Bratwürstchen gehen genauso. Wie gesagt, grillen könnt ihr immer wieder, wenn ihr Bock habt. Was jetzt aber, denke ich, viele interessiert, sind die Snacks. Viele wollen ja auch zwischendurch essen. Und da zeige ich euch mal kurz was. Viele essen, denke ich mal, gern Joghurt. Joghurtpudding oder sonst was. Und wenn man dann sagt, das darfst du jetzt nie wieder essen, dann denken alle, ach, das schaffe ich niemals. Ich habe einen coolen Ersatz dafür gefunden. Ich kann euch nicht sagen, wo es das bei euch zu kaufen gibt. Bei uns gibt es das im E-Center bzw. Edeka. Und zwar ist das so ein Proteinquark. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, jetzt kurz auf Pause drücken, irgendeinen Joghurt, Erdbeerjoghurt, Schokopudding, was weiß ich, bei euch aus dem Kühlschrank holen und mit dem hier vergleichen. Hochgerechnet hat dieser Becher gerade mal 100 Kilokalorien, hier sind 180 Gramm drin. Kohlenhydrate hat er hochgerechnet vielleicht 5 Gramm. Fett sehr wenig, 0,4 Gramm bei 100 Gramm, also vielleicht hochgerechnet noch nicht mal 1 Gramm. Und über 20 Gramm Eiweiß. Und die stopfen und schmecken. Da gibt es mehrere Geschmackssorten. Das hier ist zum Beispiel Vanille. Da gibt es noch Himbeer, Zitrone, Orange, keine Ahnung was noch. Also die feiere ich richtig. Andere Variante sind Nüsse. Bei den Nüssen muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Die besten Varianten sind Pistazien, nicht gerade billig. Und Macadamias, noch teurer. Also bei uns kostet eine kleine Tüte, ich glaube 125 Gramm, 4 Euro. Und das ist gut und günstig. Ich lache mich schlapp. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal zeitlich es irgendwie nicht hinkriege, Mittag zu essen oder so, dann esse ich einfach eine halbe Tüte Macadamias. Das sind dann ca. 500 Kilokalorien. Also 60 Gramm oder so haben knapp 500 Kalorien. Die haben wirklich sehr viel Kalorien, stopfen aber auch gut. Man muss es allerdings wirklich abwiegen, am besten mit Küchenwaage. Sonst kann das leicht in die Hose gehen, weil wenn man, wie gesagt, eine ganze Tüte isst, hat man plötzlich über 1000 Kilokalorien gefressen. Pistazien, wie gesagt, auch eine Variante, die haben allerdings mehr Kohlenhydrate als Macadamias. So, und zu guter Letzt kommen wir zu den Getränken und hier muss ich auch sagen, ihr könnt eure Erfahrungen, wenn ihr in der Vergangenheit selber Diät gemacht habt, bedenkt aber, dass es Low Carb Diät sein muss. Also schreibt jetzt nicht irgendwie rein, ja, fresst Kartoffeln ohne Ende, wenn die Leute vielleicht eine Low Carb Diät machen. Also bringt sie nicht unnötig durcheinander. Wenn ihr wirklich Tipps, so Essenstipps, Mahlzeitstipps für Low Carb Diät habt, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Würde mich dann auch interessieren. Zu guter Letzt kommen wir, wie gesagt, zu den Getränken. Natürlich ganz oben ist Wasser, logisch. Als nächstes würde ich sagen, kommt so Wasser mit Geschmack. Da gibt es ja mehrere Marken erstmal. Ich finde Hella am besten. Mit Abstand finde ich Hella am besten. Davon gibt es aber auch wieder verschiedene Sorten, wo auch unterschiedliche Kohlenhydratzahlen zustande kommen. Ich glaube, das meiste hat sogar Himbeer, was natürlich am geilsten schmeckt. Kirsche hat noch relativ wenig. Das ist so bei, ich glaube, 4 Gramm auf 100 Milliliter, also Kohlenhydrate. Aber das wenigste hat tatsächlich Apfel. Das ist nur bei 2, noch was Gramm auf 100 Milliliter. Also Apfel und ab und zu auch Kirsche kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Was Getränke betrifft, Tee geht natürlich auch. Wasser mit Geschmack kann man übrigens auch selber machen. Da gibt es auch Rezepte für, wo es dann 0 Kilokalorien hat. Aber das ist wieder mit Arbeit verbunden und ich bin froh, wenn ich meine Mahlzeiten über den Tag schaff. Ja, und dann geht's los mit den Zero-Getränken. Zero Fanta, Sprite Cola, Zero Red Bull, Zero Monster, Zero Rockstar, was weiß ich, was es alles gibt. Da streiten sich viele drüber. Fakt ist, ich trinke es seit 2,5 Monaten und ich weiß, dass es nicht ansetzt. Es ist nur Süßstoff drin, da sind keine Kohlenhydrate, keine Kalorien. Süßstoff ist drin. Süßstoff
kann der Körper allerdings nicht verarbeiten, deshalb scheidet man den in Schweiß, Pipi und Kaka aus. Allerdings muss ich gestehen, habe ich auch erst in der letzten Zeit erfahren, dass, also bei Zero Monster weiß ich es, ob es bei anderen Zero-Getränken auch so ist, weiß ich nicht. Da ist sogenanntes Aspartam drin oder wie der Scheiß heißt, im Süßstoff und der soll wohl krebserregend sein. Jetzt sind natürlich viele Sachen krebserregend. Man sagt auch, dass das Grüne einer Tomate, wo der Stiel dran war, krebserregend ist. Wenn man grillt und die Kohle ist nicht richtig durch, ist das krebserregend. Irgendwann heißt es, wenn man nicht mit Atemmaske über die Straße läuft, sind die Abgase der Autos krebserregend. Irgendwie alles ist krebserregend. Deshalb fällt es mir schwer, darauf Rücksicht zu nehmen, sag ich mal, und die Zeros wegzulassen, weil wie gesagt, das ist so vieles krebserregend. Und es gibt auch Leute, die haben ihr ganzes Leben nie geraucht oder sonst was und nie was Krebserregendes zu sich genommen und haben trotzdem Krebs gekriegt. Ist natürlich keine schöne Sache. Aktuell bin ich noch nicht weggekommen von den Zero-Monstern, aber ich denke, ich werde bald, weil es klingt schon krass. Ich hoffe, dass da nur die Zero-Monster betroffen sind und keine anderen Zero-Getränke. Das wäre nämlich leicht belastend. Also ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein paar Tipps geben. Wie ich am Anfang schon sagte, ich bin nicht gerade einfallsreich, was Mahlzeiten betrifft. Ich koche ungern. Ich will einfach nur schnell die Mahlzeit-Intus haben und dann weiter mein Ding machen. Ist einfach so bei mir. Da ist jeder anders. Aber ich denke, ich könnte ein paar Ansätze geben. So könnt ihr ja erstmal anfangen mit den Mahlzeiten. Und dann über chefkoch.de oder so könnt ihr euch ja weiter informieren, was es noch gibt. Da gibt es viele Sachen, die man essen kann. Für heute bin ich raus. Ich gehe jetzt Pokémon suchen. Euer Kevinio. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.